Hallo Leute und herzlich willkommen zu King of Retail. Heute zurück. Leute, als erstes, ach scheiße, es gibt gar keine neuen Mitarbeiter. Ich glaube, bestellt haben wir auch alles, also nachbestellt. Wir gehen jetzt mal rein und hoffen, dass der Tag heute wieder genauso gut läuft wie die letzten paar Tage. Aber ich würde sagen, wir machen uns direkt ans Auspacken, weil ich glaube, das ist das Beste, was wir jetzt machen können. Ja, das Ding ist, ich weiß nicht ganz genau, soll ich... Ja, toll, jetzt ist das Lager eh schon wieder voll. Ich weiß leider nicht genau, ob ich jemanden einstellen soll, der vielleicht eher an der Kasse ist oder jemand, der das Ganze die ganze Zeit auffüllt halt. Oder eigentlich wollte ich hier Alge haben. Digga, jetzt will die noch... Ja, was ist denn... Ja, die sind sehr gut, Alter. Kein Ding. Bruder, 360, ja moin, hat sich übel gelohnt. Bruder, wieso brauchen denn alle Hilfe? Seid ihr alle zu unfähig, Digga? Ah, Alkohol, ne? Alge. Bruder, die will auch. Alge, Alge, Alter, Alge. Das geht übel ab hier. Oh mein Gott, sie kaufen alle Alge. Alter, guck mal, wie dieses Alge weggeht. Das müssen wir teurer machen. Oh mein Gott. Komm schon, gib Gas. Nicht, dass der mir jetzt abhaut. Scheiße. Nein, der eins auch. Oh Mann. Warum wirklich jemand an der Kasse, ey? Sonst geht das hier nicht mehr lange weiter. Oh, sind schon wieder drei an der Kasse. Alles klar, ja. Crazy, ey. Aber Leute, guck mal, wir haben schon wieder 3700. Moin, das geht übel ab, ey. Boah, erstmal Kasse. Digga, es sind zu viele Leute. Bruder, was kauft er denn wieder alles ein? Digga, 660. Was ist mit dem? Wir brauchen unbedingt irgendeinen Mitarbeiter. So geht das nicht mehr weiter, ey. Oder wir müssen auch schon wieder an die Kasse rennen. Ich komme ja schon, Digga. Oh mein Gott, Alter. Es sind einfach zu viele. Guck, die haben alle gar keinen Platz mehr an der Kasse. Scheiße, Mann. Okay, zum Glück ist wieder schon fast 4 Uhr, ey. Digga, Alge ist schon wieder alles weg. Was geht denn da ab, Alter? Oh, zum Glück Feierabend, Alter. Oh mein Gott. Das war wieder so stressig, ey. Bruder, wir haben fast 9000 plus gemacht. Scheiße, ey. Das ist ja übel geil. Wir können uns safe einen Mitarbeiter leisten. Das ist das Beste. Puh, das kam nur eine Bewerbung rein. Und das ist nicht mal die. Ich würde sagen, wir stellen die mal an. Und sobald wir aber jemand anderen finden, geht die wieder weg. Aber wir brauchen einfach jemanden, sonst können wir das nicht mehr machen. Ich hoffe, du bist gut im... Hä? Achso, Verkauf. Oh, ich bin so dumm. Kasse? Wiederbeschaffung. Ich habe eigentlich gar keine Frage mehr übrig. Oh, die will aber sehr wenig. 60? Perfekt. Du bist eingestellt, Alter. Katja, Alter, oh Gott. Die hat halt noch nirgends Sterne, ne? Okay, Marketing können sie ein bisschen was. Ich würde aber sagen, wir schicken die trotzdem an die Kasse. Wir können sie auch direkt... Ne, wir brauchen sie jetzt erstmal an der Kasse, Alter. Wir können die jetzt nicht direkt an den Kurs schicken, ey. Ich würde auch sagen, wir bestellen mal ein bisschen was neu. Alles das, was wir jetzt verkauft haben gestern. Oder ist das Verkäufe nachbestellen? Oh, 2000. Alge ist halt so weggegangen, Alter. Oh Gott. Na komm, machen wir einfach Scheiß drauf. Wir können dann vielleicht auch neue Regale kaufen, so neue Lagerregale, weil ja, unser Lager ist ziemlich zu. Dann können wir denen zum Beispiel zuweisen jetzt, dass die an die Kasse geht und wir räumen alles auf immer wieder. Genau, das ist der Plan. Nächsten Tag. Wir können uns das gar nicht leisten, das kostet 5000. Also wir können es uns dann im Verlauf vom heutigen Tage schon leisten, aber noch nicht. Ach scheiße, aber die macht jetzt Marketing, aber du sollst die Kasse machen, Alter. Scheiße, Mann, warte mal. Ach, die kann das noch gar nicht. Die muss wirklich zuerst einen Kurs machen. Oh Gott. Stopp. Scheiße, ey. Denkst du, wenn wir auf Pause gehen, können wir uns auch nicht mehr bewegen. Nee, scheiße. Scheiße, Leute. Ich dachte jetzt, die kann jetzt... Ach nein. Die kann uns jetzt helfen. Bruder, ich hab dir doch gerade schon geholfen. Hey, can you help me? Bruder, willst du mich verarschen? Ich helfe dir jetzt schon das vierte Mal. Oh mein Gott, Digga. Es sind wieder zu viele Leute einfach. Und diese dumme Dings... Alter, ich muss die an den Kurs schicken, ey. Und wir müssen auch unbedingt Alge auffüllen. Alter, die wollen alle zur Kasse. Nein. Ich komme hier gar nicht mehr weg, Alter. Oder es ist schon wieder 12:30 und ich konnte noch gar nichts weg von der Kasse richtig. Nein, Wir müssen jetzt auch unbedingt hier erstmal Alge auffüllen. Nee, gerade nicht, actually. Och, jetzt kommt da wieder drei. Ach, Digga. Guck mal, ich komme hier nicht mehr weg. Oh mein Gott, ich glaube, ich helfe dir gar nicht mehr. Ganz ehrlich, es reicht ja mir eh nicht. Muss hier jetzt erstmal noch mal ein bisschen Zeug auffüllen, dass die überhaupt wieder was kaufen können. Oder zum Glück ist jetzt da wieder Ladenschluss, Alter. Ich komme hier nicht mehr weg. Alle haben Fragen, aber wie soll ich denn Fragen beantworten, wenn alle hier die ganze Zeit kaufen? Och man. Endlich vorbei. Mal schauen, ne? Bruder, was? Also Plus haben wir heute auf jeden Fall gemacht, Alter. Dann morgen. Nein, jetzt ist die krank. Oh nein, Digga.
auf jeden Fall danach hier für einen Kurs anmelden. Gut, jetzt kann die nicht, weil die krank ist. Wenn ich rausfinde, dass das nicht stimmt, Leute, dann ist aber gar nicht mehr gut. Boah, das ist schon wieder fast für 3000 nachbestellt. Aber egal, wir können uns jetzt dafür noch mal ein Regal kaufen. Oh, bitte soll jetzt mal ein YouTuber hier eine Bewerbung schreiben, Alter, ganz ehrlich. Wäre echt nötig. Oder wie viel das der Typ schon wieder gebracht hat. Ey, scheiße, Mann. Erstmal Alge auffüllen, ey. Und am Morgen ist zum Glück noch nicht so viel los. Wie sonst immer den ganzen Tag. Ey, ich sehe es wieder kommen. Ich komme wieder zu nichts außer hier an der Kasse stehen, ey. Digga, der will auch schon wieder Alge kaufen. Was ist mit dem? Jeder will Alge. Heute ist aber nicht so eine krasse Party wie gestern. Also, wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Geld, ne? Weiß noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Einerseits ist es sicher gut, weil ich konnte jetzt schon relativ viel hier wieder einrichten und alles aufstocken, aber andererseits verdienen wir ein bisschen... Andererseits verdienen wir natürlich nicht so viel Geld und das ist auch nicht so geil. Alge schon wieder ausverkauft. Was ist das denn? Oh mein Gott. Scheiße, sollen wieder alle an die Kasse, ey. Digga, das vegane, oh, oh. Das, nein. Das vegane Zeugs kommt nicht so gut an, ne? Laut, oh, oh Gott, Alter, ist das schnell. Da hinten, das Grüne, noch alles voll. Also ich denke mal an, ich nehme an, das vegan ist, weil grün halt, aber vielleicht ist es auch Bio. Bruder, schon wieder nehmen, ach, oh, was? Ich habe ein paar YouTube-Videos auf Bargeldkontrolle gesehen. Ich versuche jetzt mal ein Vorstellungsgespräch und gucke mal, ob die Kasse, oh, wichtig, Digga, Verkauf, nee, egal. Die will auch nicht so hohen Lohn. Ich gebe dir mal 70, dann könnten wir einfach der anderen. Gut, Lilly. Oder? Ja, Lilly? Du bist eingestellt. Was die andere angeht, die müssen wir leider künden, weil erstmal ist sie scheiße. Und zweitens mal, tut mir leid, Katja, aber du kannst deine Erwachsenenfilmchen an einem anderen Ort drehen, um ehrlich zu sein. Ich würde sagen, wir bestellen auch nochmal ganz kurz alles nach hier. Schon wieder 2000. Ey, das ist krank. Danke, aber das ist gut. Wir haben jetzt jemanden, der sich immer so ein bisschen um die Kasse kümmert. Dann können wir einfach ganz normal im Laden ein bisschen aufchillig, ja, Ladensachen machen halt. Ach, Unfall, Alter. Du bist noch ein ganz großer in den Supermarkt-Szene. Ah, doch, gestern ist ein veganes Produkt weggekommen. Okay. Er kommt direkt rein, will direkt eine Frage. Alles klar, Digga. Scheiße, er hat keine Alge gekauft. Hey! Ja. In einer Sekunde habe ich eine Sekunde. Die verliert die ganze Zeit Geld. Ja gut, aber so schlimm ist es jetzt nicht. Bruder, jetzt haben alle Fragen. Ich habe keine Zeit für Fragen. Digga, die verkackt auch die ganze Zeit, ne? Aber das Ding ist, andererseits würden wir einfach gar nicht mehr über die Runden kommen. Oder doch, halt schon, aber wir könnten nicht alle bedienen. Und das wäre dann auch nicht so geil. Bruder, was ist denn jetzt schon wieder? Bruder, oh ja, das ist perfekt. Bruder, die muss schneller machen an der Kasse. Es sind hier wieder zu viele Leute, ey. Okay, Bruder, ich glaube, die Qual ist vorbei hier. Über stressiger Tag wieder gewesen, 12.000 aber gemacht. Das erfreut mich direkt wieder. Dann weiß ich, dass scheiße, dass es sich gelohnt hat. Wir haben jetzt noch 8.000. Bitte, ist jetzt ein YouTuber dabei? Nein, wieso denn? Hä? Wieso sind irgendwie nie YouTuber dabei? Das nervt. Oh Gott, morgen sind auch wieder Touristen in der Stadt. Also wahrscheinlich in der nächsten Folge. Oh, guck, wir können einen Punkt vergehen. Entweder Tippfehler oder Kassiertempo. Boah, was ist da besser? Tippfehler könnten wir halt Geld sparen, aber ich glaube, das Kassiertempo, weil heute ist ja auch wieder ein, zwei Leute abgehauen, weil sie einfach nicht bedient werden konnten. Okay, Leute, ihr seht's, heute 9000 Umsatz gemacht. Ja, Leute, ich würde sagen, war doch eine erfolgreiche Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn wir hoffentlich einen ersten YouTuber einstellen können. Ich bin so gehypt auf diesen Moment, aber dauert leider noch ein bisschen. Auf jeden Fall, was ist mit dieser Folge? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und Abo da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Not for what it do. My steez be the swaggiest. Fits real clean, but my flows be the nastiest. I swear I'm working for it all. Other dudes can have it quick. Easy come, easy go. Miss me with that slack of shit I spit. Like I